Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist mein Fehler. Sicherheitsgefängnis voller Ehre. Lasst die Natur ihren Lauf, wenn die krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Okay. Spider-Man. Es füllt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Was soll das Outfit? Achtung, Maskierte haben einen Buszivilisten als Geisel genommen. Officer vor Ort, bitte zum Civic Center. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Peter, ich starte gleich den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Bei der Bombe beim Rathaus. Ich muss mit den Cops reden, bevor ich da reingehe. Spider-Man, Gott sei Dank. Dämonen haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran. Zeigen Sie mir den Weg, Officer. Ich schaff das. Wir haben das Hauptgerät gefunden. Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus. Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren.
Okay. Halten Sie Ihre Männer raus. Ich melde mich dann. Die Dämonen rufen den Krieg in der Stadt aus. Abwechslung liegt euch nicht wirklich, was? Die Autos stehen, aber die Bombe ist scharf. Ich muss schnell hin. Mörderparade aufgehalten. Die Sable-Jungs sind nicht meine größten Fans, aber die Dämonen dürfen sie nicht töten. Mit.
Jungs mögen mich nicht. Und ich mag euch noch viel weniger. In einer 1:1-Betreuung schwer wird, oder? Eine Unterstützung. Alle Einheiten, Zeugen melden einen Überfall. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Schön, dich zu sehen. Alle Einheiten, Zivilisten benötigen nach schwerem Autounfall Unterstützung. Brauchen sofort Einheiten in Chelsea. Over. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Ist es Abend? Ist egal. Jetzt habe ich mal. Wollen wir mal sehen. Ich hab's. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Das sieht gut aus. Das Gerät braucht zwei Teile, um zu funktionieren. Das erste ist eine typische Prothese, ein modulares System aus Mikrokabeln, das jegliche Form annehmen kann, was immer sich der Benutzer vorstellen kann.
Der zweite, und das, Peter, ist das Geniale, ist eine direkte neurale Schnittstelle. Eine Abzweigung geradewegs in die Basalganglien. Entfesselt das Hirn vom Gedanken zur Realität. Das geht weit über Gliedmaßenersatz hinaus. Wir alle werden von den Fesseln unserer Körper befreit. Wie ihr Freund mit den Netzen. Bald können wir alle unsere verrücktesten Fantasien leben. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Ich bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Wie läuft es, Peter? Das ist er, unser Durchbruch. Die neurale Schnittstelle wird Octavius Industries bekannt machen. Müssen wir einen Sicherheitstest machen, Doc? Es gab bereits mehrere. Dieses Mal vermasseln wir es nicht. So zuversichtlich war ich seit der Universität nicht mehr. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Peter, ich brauche das Kopfteil. Okay, wollte gerade anfangen. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Sehr schön. Okay, und jetzt? Ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Fertig. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Bis Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter.
Ja. Könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, das betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend. Und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Danke nochmal, Peter. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie täte. Hätten Sie doch früher was gesagt, Doc. Ich möchte Sie nicht belasten. Mein Zustand ist mir bewusster geworden, seitdem ich es Ihnen gesagt habe. Ich hatte Angst.
Mein Zustand verschlechtert sich. Aber ich sehe das als Herausforderung. Ein Ansporn voranzuschreiten. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Sag Spaghetti. C-34, Achtung, Körperverletzung. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Mit den Cops gesehen. Das war dumm, Spider-Man. Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Den Tag hat sich mir anders vorgestellt. Zugehört. Mega umhauen hat was. Vielen Dank! Was machst du hier? Oh, er ist ein Kämpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, fahr ich da hoch. Echt jetzt? Ja, na los.
Erstens, lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Okay? Ich halte das drauf. Oh, sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay, Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Der Bauernmarkt ist eine gute Abkürzung.